Ich bin 22 und ich komme aus Augsburg. Also definitiv bedeutet das schon mal, dass die krassesten Coaches in ganz Deutschland finden, dass du geil singen kannst. Das bedeutet das schon mal. Balsam für meine Seele. Dankeschön. Ja, ich glaube, jetzt fängt das berühmte Battle. Das berühmte Battle um den Kandidaten. Ja, kommt mir nicht, dass wir uns jetzt hier nicht battlen. So, kommt mir jetzt nicht so. Ich battle hier bis aufs Blut. Es ist wirklich, was du da gemacht hast, war natürlich fantastisch. Du hast großartig gesungen. Vielen Dank. Du hast irgendwie es geschafft, dass wirklich ein absolut todtrauriger Song mich hoffnungsvoll hinterlässt. Ich bin auf einmal besser gelaunt als vorher. Weil ich hänge den ganzen Tag mit denen hier ab, weißt du? Und was ich so erstaunlich finde an deinem Auftritt ist, dass ich das Gefühl habe, es fällt dir komplett leicht. Und ich habe das Gefühl, wir sind noch wirklich kilometerweit entfernt vom Limit. Und the sky is the limit, sagt man doch so schön. Please come in my team and let's fly up to the sky. Please. Ich will nur sagen, ich habe mich zuerst umgedreht, weil ich wirklich gedacht habe, okay, wer ist denn diese krasse Frau? Unglaublich, wirklich. So ein Talent. Du, also Aussprache perfekt, die Töne getroffen, wirklich perfekt. Ausstrahlung auch perfekt. Du hast halt auch ein Shirt an mit Sonnenblumen und das sind halt meine Lieblingsblumen. Deshalb glaube ich, dass wir eigentlich echt füreinander bestimmt sind. Ich habe es für dich ausgesucht. Wirklich? Nein. Ah. Ist es auch deine Lieblingsblume? Ja, tatsächlich. Ich glaube, das schreit nach Zusammenarbeit. Wir können einen Song schreiben über Sonnenblumen. Über Sonnenblumen? Wirklich. Ich glaube wirklich, dass Marc und auch Alice, besonders Alice, dir helfen könnten. Ich will auch gar nicht so sehr um dich rumbuhlen. Ich will dir nur eine kleine Sache erzählen. Wenn ich mich umdrehe, steht da in meinen Augen jemand, der potenziell diese Show hier gewinnen kann. Habe ich mich umgedreht? Ja, ich habe mich umgedreht. Ah, also bedeutet das im Umkehrschluss, ich finde, du könntest diese Show gewinnen. Du gehörst einfach in mein Team. Ich glaube, wir können viel Spaß haben, weil viel beibringen muss man dir nicht mehr. Wir müssen einfach nur viel Spaß haben. Da bist du hier richtig. Also, die drei wollen auf jeden Fall dich in ihr Team haben, haben aber nicht dir eine ehrliche Kritik abgegeben.
weil die Töne hast du echt hier oben, wow, also so, und du weißt auch. Aber da unten, da musst du dann arbeiten. Du musst einfach wirklich überzeugen, die ganze Zeit. Nicht nur einmal auspacken, guck mal, das ist mein One-Trick-Pony. Du hast so viel zu bieten und ich bring dich dahin. Die wollen dich nur loben. Das stimmt doch gar nicht. Du hast gesagt, du magst ihre Blumen. Ich finde auch die Blumen total schön. Yeah. Ich bin eine Frau. Wenn ich Blumen sehe, denke ich, schön. Genau, und das hilft sie zu singen. Aber wir müssen halt die Lieder finden, wo du wirklich halt in dein Herz einfach diese ehrliche Sprache findest. Und das, dann haben wir das und das. Und dann, dann sehen die Finalen gut aus. Aber nur bei mir. Okay, vielen Dank. Ja gut, das ist jetzt natürlich das Best-Case-Szenario, dass ihr euch alle vier hier umgedreht habt und jeder sagt auch noch so schöne Sachen. Darf ich mich vielleicht da vorne mal hinhocken? Ja, ja, setz dich. Cool, cool. Brauchst du noch irgendwie Input? Wir machen so, du sagst jetzt, mein rechter Platz ist leer. Ich wünsche mir den oder die her. Komm, so machen wir das jetzt. Los. Wir machen das alle zusammen. Mein rechter Platz ist leer. Ich wünsche mir den Ray hier. Yeah! Woo! Thank you so much. Thank you so much. You're amazing. Well done. Well done, Anna. Love this. You nailed it. Anna! Amazing. We're gonna have fun together. You have an amazing voice. Das ist auch verstanden, was ich meinte, Alter. Ich so, na? Wir müssen da unten ein bisschen arbeiten, dass da oben einfach ein Plus ist. Aber du warst super. Glückwunsch. Danke, Anna.